Jo Leute, was glaube ich, findest du wieder euren Rico Italia in diesem Video, das man sagen könnte, und zwar, wie würde eigentlich GTA 5 auf der PlayStation 1 aussehen und wie würde an sich GTA 5 mit den schlechtesten Grafikeinstellungen aussehen? Das werden wir mal in diesem Video testen. Falls euch das Video gefällt, könnt ihr gerne eine Pulswertung da lassen und ich würde sagen, wir sofort dann mit diesem Video. Denn ihr kennt bestimmt alle die ganzen Videos auf YouTube mit GTA 5, 4K, 8K, die besten Grafikeinstellungen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Leute, die haben nun mal nicht das Geld für so einen heftigen PC und die müssen auch sehr schlechte Grafikeinstellungen nehmen, damit sie überhaupt auch GTA 5 auf ihrem PC auch spielen können. Und ich frage mich da ganz ehrlich, wie sieht es erstens aus und was ist die schlechteste Einstellung, was man in GTA 5 auch haben kann. Um jetzt also die schlechteste Grafik in GTA 5 herauszufinden, müssen wir erstmal die richtige Plattform dafür finden. Ist es erstmal Xbox 360, PlayStation 3 oder doch der PC, was erstmal viele nicht denken werden? Wir werden es in diesem Video herausfinden. Aber erstmal seht ihr auch gerade im Hintergrund, wie GTA 5 auf der PlayStation 3 aussah oder auch aussieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht nicht schlecht aus. Damit kann man auf jeden Fall spielen. Und das Game läuft auch ziemlich flüssig. Es ist in HD, also 720p. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und man muss auch bedenken, dass GTA 5 erst 2013 erschienen ist. Und für damals ist es echt eine ziemlich gute Grafik. Natürlich kann es nicht mit der PlayStation 4 mithalten. I think he has a medical problem. Like, more medical problems than the ones he's already been diagnosed with. So sieht also GTA 5 Gameplay aus auf der PlayStation 3. Nicht allzu gut, aber auch nicht allzu schlecht. Aber was ist jetzt PlayStation 3 und was ist eigentlich PC mit niedriger Einstellung? Denn ihr seht es gerade auch im Hintergrund, ihr habt jetzt zweimal die gleiche Cutscene, aber welche Seite ist jetzt welche? Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ist die linke Seite PC oder ist vielleicht doch die rechte Seite PC? Und keine Sorge Leute, ich werde das Ganze auch auflösen, nämlich auf der linken Seite haben wir einmal das PlayStation 3 Gameplay und auf der rechten Seite haben wir den PC mit sehr niedrigen Einstellungen. Und ich muss hier wirklich sagen, ich meine, der Unterschied ist hier wirklich nicht zu groß. Beide Gameplays sind eigentlich ziemlich gut und laufen auch ziemlich flüssig. Man sieht hier aber eindeutig beim Schatten, dass der PC doch schon ein bisschen weiter vorne ist und auch von der Kantenglättung ist der PC einfach viel weiter vorne. Und man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass beim PC die Grafikeinstellungen hier wirklich nicht die besten sind und bei der PlayStation 3, die geht natürlich 100%, das heißt, da hat auf jeden Fall der PC schon mal gewonnen. Okay, somit kommen wir unserem Ziel von GTA 5 auf der PlayStation 1 schon mal ziemlich gut näher. Somit können wir natürlich mit dem PC sehr viele Experimente machen und können mal schauen, wie GTA 5 wirklich auf den aller schlechtesten Grafikeinstellungen aussieht und vielleicht werden wir auch mit Hilfe von gewissen Mods das Ganze noch schlimmer hinbekommen. Denn ihr seht es gerade auch im Hintergrund, bei dem PC habt ihr selber die Möglichkeit, die Grafikeinstellungen selber auch zu entscheiden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf High Resolution auch spielen wollt, könnt ihr das gerne auch machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eher so einen schlechten PC habt, würde ich euch empfehlen, das Ganze auf niedrig einzustellen, damit ihr keine Lags habt und so weiter und so fort. Und natürlich kann man bei dem PC mit diesen Einstellungen nicht so viel jetzt erstmal verändern. Ihr seht es im Hintergrund, es sieht wirklich sehr schlimm aus. Ich denke nicht, dass so jemand auf Dauer GTA 5 spielen möchte, aber wir wollen das Ganze wirklich auf die Spitze treiben. Und der richtige Ort dafür ist eigentlich GTA 5 Mods. Es gibt hier wirklich unzählige GTA 5 Mods von Bussen, von Pokémon bis was weiß ich. Da gibt es wirklich alles für euch. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Aber wenn ihr zum Beispiel da Grafik eingibt, also auf dem Englischen, da werdet ihr auch feststellen, dass es hier wirklich auch Grafik-Mods gibt und es gibt ja auch wirklich sehr gute Mods, wie zum Beispiel auch 4K-Mods und so weiter und so fort und natürlich auch schlechte Mods, die eigentlich dafür da sind, wenn ihr zum Beispiel so ein Windows Vista PC habt, damit ihr damit auch GTA 5 spielen könnt. Oder wenn ihr zum Beispiel jetzt bei der Schule auch GTA 5 spielen wollt, kein Problem Leute, mit diesen Mods könnt ihr das auch hinbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es gerne mal testen. Und damit ihr mal einen ersten Eindruck bekommt, wie das Ganze nachher aussieht, seht ihr das Ganze auch mal im Hintergrund. Ich meine, die Figuren von GTA 5, oh man, das ist eine ganz andere Klasse. Aber es wird jetzt wirklich richtig krank, denn ihr seht wirklich, es sieht nicht mehr aus wie GTA 5, es sieht einfach aus wie ein komplett anderes Spiel. Wie wenn GTA 5 einfach 1990 erstellt worden wäre oder wie GTA 5 mit einer Grafik von GTA 3. Es ist wirklich unglaublich, dass man mit Mods sowas alles erschaffen kann. Aber falls ihr jetzt denkt, okay, das ist schon wirklich richtig krank, ich meine, ich kann mir das keine 5 Minuten anschauen, dann bekomme ich sofort Augenkrebs. Ja, das Ganze sollte eigentlich erst der Anfang sein. Und ich weiß nicht, ob ihr gerade auch den Helikopter gesehen habt, aber er war wirklich da. Und ich meine, auf dem Bildschirm sah das wahrscheinlich aus, wie als wenn da irgendwie ein Pixel war oder irgendwie ein paar Fliegen oder so. Das ist wirklich richtig krank. Und man muss auch bedenken, dass hier die ganzen Autos oder auch die ganzen Flugzeuge, dass sie eigentlich komplett unsichtbar bzw. durchsichtig sind. Man kann ja einfach durchschauen. Man sieht einfach Franklin in diesem Flugzeug drin, was ja eigentlich im normalen GTA 5 gar nicht möglich ist. Und das Beeindruckendste, wie ich finde, ist einfach, dass man, wenn man mal ein bisschen rumfliegt, man sieht einfach
nichts von GTA 5. Man sieht nicht irgendwie Vespucci Beach, man sieht nicht irgendwie die Maze Bank, man sieht nichts von Los Santos, überhaupt nichts, obwohl man eigentlich ja ein paar Meter davor ist oder ein paar Kilometer. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und ich meine, im echten GTA 5, also auf dem PC mit Ultra-Einstellungen, da würde man jetzt schon den Mount Chiliad sehen und hier sieht man eigentlich null, nichts. Und um euch nur mal einen kleinen Vergleich zu geben zwischen GTA 5 1080p und GTA 5 144p, ja, es ist schon ein deutlicher Unterschied. Es ist eigentlich wie eine Erholung für die Augen, wie ich finde. Und mir tun echt die ganzen Spieler leid, die wirklich, es gibt anscheinend solche Spieler, die wirklich GTA 5 mit solchen Einstellungen spielen müssen. Ich meine, wie würde es für die aussehen, wenn sowas in GTA 5 möglich ist? Das muss ja für die wie GTA 5 50k sein, ich weiß nicht. Der Unterschied zwischen diesem GTA 5 und dem anderen GTA 5, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist unglaublich. Ich meine, es ist immer noch dasselbe Spiel. Es ist immer noch GTA 5. Das ist einfach krank, Mann. Ich kann das wirklich nicht glauben. Aber falls ihr jetzt denkt, Leute, okay, wir haben jetzt GTA 5 mit einer richtig krassen Auflösung gesehen und wir haben auch das Spiel in einer nicht so guten Auflösung gesehen. Wie sieht denn jetzt das Spiel mit den schlechtesten Grafikeinstellungen aus? Und zwar mit richtig schlechten Grafikeinstellungen meine ich aber wirklich richtig schlechte Grafikeinstellungen. Denn ihr könnt es gerade auch im Hintergrund wunderbar erkennen. Selbst die Straße, sie rendert einfach nicht. Selbst wenn man 5 Meter davor steht, es ist immer noch wie, als wenn das Ganze nicht gerendert worden wäre. Das ist krank. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Ich meine, selbst die ganzen Häuser, die Straße, das Auto, selbst Franklin an sich, nichts davon sieht irgendwie gut aus. Nichts wirklich, nicht mal der Himmel. Es sieht aus wirklich wie alles franzig und nicht gut und wirklich manche Dinge sind überhaupt verschwommen. Das sieht einfach überhaupt nicht wie GTA 5 aus. Klar, es ist immer noch Grand Theft Auto, aber es sieht einfach komplett anders aus und nicht irgendwie naturell, wie ich finde. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einer Mission seid, und ihr wollt zum Beispiel die Gegner irgendwie ausschalten, ihr habt keine Chance, Leute, es geht einfach nicht. Selbst wenn da irgendwie ein Haus ist, das Haus, das sieht aus wie ein Block und in diesem Block, da sind auch noch Gegner drin. Also wie wollt ihr diese Gegner ausschalten, wenn ihr Grand Theft Auto mit solchen Einstellungen spielt? Mein höchsten Respekt für die Leute, die das wirklich durchziehen und keine andere Wahl haben, aber ganz ehrlich, es würde mir echt keinen Spaß machen. Aber wenn ihr jetzt auch der Meinung seid, dass das nicht aussieht wie PlayStation 1 Gameplay, ich gebe euch völlig recht, Leute. Denn ihr werdet gleich was ziemlich unnormal Heftiges sehen, wo sich ein Dude wirklich unnormal viel Mühe gegeben hat für das Video. Denn erstmal werdet ihr euch denken, okay, das ist wirklich schon eine richtig schlechte Grafikeinstellung, aber wie würde jetzt GTA 5 1998 aussehen? Sozusagen richtig oldschool GTA 5 und wäre es dann nicht möglich, vielleicht auch Grand Theft Auto auf der PlayStation 1 zu spielen? Wenn ja, wie würde das Ganze aussehen? Diese Frage werde ich euch jetzt gleich beantworten, denn das ist wirklich was richtig Besonderes und ich würde es auch echt freuen, wenn ihr auch den Kanal auschecken könnt von ihm, denn er hat sich da wirklich richtig viel Mühe gegeben, also er ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist wirklich ein richtig krankes Video und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, wow, wie viel Arbeit muss da einfach drinstecken. Der Dude hat es wirklich richtig drauf. Aber genießt einfach die Nostalgie, es ist wirklich unglaublich.
Grand Theft Auto 5 auf dem PlayStation 1 Niveau, kein Problem Leute, 1998 lässt grüßen. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Falls ihr noch sehr viel Geld in GTA 5 braucht, könnt ihr gerne in die Videoschauen beißen. Und wir sehen uns beim nächsten Video Leute, macht's gut, haut's rein. Wunderschönes Wochenende noch, das kommt ja bald und das ist wirklich richtig krank. Und ich hoffe, dass ihr nicht so GTA 5 spielen müsst. Wir sehen uns gleich noch, alle lieben Endcut, ciao, ciao. Das war's mit diesem Video, Leute. Falls ihr alle Videos anschauen wollt, könnt ihr das gerne jetzt machen. Insgesamt gibt es 2 Videos zur Auswahl oder auch ein besonderer Knopf, nämlich der rote Knopf. Das ist nicht der New-Knopf, sondern der Abonnieren-Knopf. Könnt ihr gerne draufklicken. Dazu gibt es heute auch noch Premium, diese Glocke, die ihr auch drücken könnt. Dann könnt ihr nochmal was drücken, nämlich alle Benachrichtigungen. Wirklich insane. Es ist fast schon wie ein richtiges Labyrinth auf YouTube. Also wie gesagt, macht's gut, haut's rein, ciao.